Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir zeichnen gerade auf unserem Fenster rum. Dieses Mal wollen wir aber mit unseren eigenen Sachen zeichnen. Okay? Dieses Mal wollen wir einen eigenen Pane kreieren. Um einen Pane zu kreieren, brauchen wir zunächst einmal unsere eigene Farbe. Ja, also wir definieren uns eine Farbe. Meine Farbe und das ist, die nehme ich vom, die möchte ich selber angeben. Es soll nicht durchscheinend sein. Ich brauche ein bisschen Rot, ein bisschen Grün, vielleicht etwas weniger Grün, viel Blau brauche ich. Passt, das ist meine Farbe, wie man die jetzt ausschaut. Werden wir gleich sehen. Und aus der zeige ich mir einen Pen. Mein Stift ist gleich New Pen und mit meiner Farbe. Meine Farbe, genau so wollen wir es. Ja. Und jetzt zeichnen wir ein, machen wir eine Ellipse. Eine Ellipse. Und zwar diesmal nehme ich meinen Stift. Ja. Wo zeichnen die hin? Ich gehe mal auf gehen wir auf 250, ja, und nach unten gehen wir 20. Wie breit soll sie sein? 120. Wie hoch soll sie sein? 60. Das wird so ein ellipsenförmiges Ding. Schauen wir uns das an. Tatsächlich, es ist ein ellipsenförmiges Ding. Vielleicht mache ich es nur ein bisschen höher, weil das, machen wir es 200 hoch. Dann ist es ein stehendes ellipsenförmiges Ding. Ja, das ist vielleicht, können wir darüber nachzeichnen auch. Egal. So soll es ausschauen. Ja. Jetzt kann ich zum Beispiel schauen, mein Stift, Punkt, na, Color brauche ich nicht, danke, das ist nicht, Width, die Weite will ich verändern. Ja. Sagen wir 10, machen wir einen fetten Stift, einen Leuchtmarker. Wie schaut das jetzt aus? Jawohl, ein fetter, wunderbar, Purple Stift. Ja, ein Purple Stift habe ich gemacht. Schaut gut aus. Purple Stift schaut gut aus. Jetzt schauen wir uns das Alignment an. Jetzt mache ich genau die gleiche Ellipse, ja, aber da mit einem Pens Black. Mit einem schwarzen Stift zeichne ich die nach. Dann sehen wir nämlich, wo die eigentliche Linie ist. Gell? Da sehen wir es. Naja, jetzt ist, weißt du was, da machen wir die Farbe etwas heller. Nehmen wir nicht 128, sondern 200 und nehmen hier 128, dann sollten wir eher ins Hellere kommen, weil jetzt mehr, na schau, ist schon, geht schon ins Rosa. Da, diese schwarze Linie, die ist da in der Mitte. Das ist, weil das Alignment original Center ist, gell? Und wann ist Alignment? Wir haben ja gesagt, das Alignment hat Auswirkungen auf geschlossene Kurven. Und es gibt ja eigentlich nur Inset. Inside und Center. Mehr gibt es eigentlich nicht. Schauen wir uns das an, wie das ausschaut. Tatsächlich, jetzt sind wir drin. Ja? Also das funktioniert tatsächlich. Funktioniert tatsächlich. Ja? Und dass wir jetzt noch ein bisschen begreifen, wie das ist mit den Farben, mit dem Alpha, erzeuge ich mir eine zweite Farbe. Diesmal lasse ich sie etwas durchscheinen, also 50% durchscheinen. Und dieses Mal mache ich hier ein Rot, ein wahnsinniges Rot. Das Grün lasse ich gleich. Und hier das Blau reduziere ich. Das ist also eine andere Farbe. Dann mache ich mir noch einen zweiten Stift. Mache ich mir noch einen zweiten Stift hier. Meine Farbe 2. Dann soll ich mein Stift, die Weite soll nur, das soll nur ärger sein, 20. Ja. Und jetzt mache ich noch eine Linie, G, Draw, Line. Und mit meinem Stift 2. Und zwar zeichne ich den von 220, 20. Und wie weit gehe ich rüber? Bis 300. Und weit gehe ich runter? Bis 150. Mittendurch zeichne ich jetzt noch eine Linie. Sinnloserweise, ja.
Und da sehen wir, da ist die fette Linie und sie ist durchscheinend, wie wir sehen. Wir können das, was drunter ist, das ist also dieser Alpha-Wert. Das ist also dieser Alpha-Wert. So sieht das aus. So sieht das aus. Ja. Also das ist das Pain. Was wir noch nicht angesehen haben, ist dieser Strich punktiert und so weiter. Gell? Also die Dash-Style. Pass auf, da machen wir da aber, dieses Mal machen wir es ein bisschen mehr, also ein bisschen weniger durchscheinend. Nehmen wir 180. Ja. Die Weite nehmen wir nur 5. Und jetzt pass auf, mein Stift 2.dashStyle ist gleich dashStyle dash. Ja, probieren wir gleich mal dash aus. Wie schaut das aus? Strichlierte Linie. Okay, strichlierte Linie. Was haben wir noch? Vielleicht haben wir Dot haben wir noch gehabt, gell? Punktierte Linie, ja. Dann haben wir Dash Dot gehabt, zum Beispiel. Strichpunktierte Linie. Geht also auch wirklich, ja. Und es ist nur mehr ein bisschen durchscheinend, wie man sieht. Also. Funktioniert ganz gut. Also, so kann man praktisch den Stift beeinflussen. Okay? Und das geht's. Beeinflussen des Stiftes. Kann ich mir aussuchen, wie ich da auf die Dings was hinzeichnen will. Ja? Schauen wir uns nur das Brush an, was wir da noch machen können. Vielleicht entdecken wir da auch ein paar nette Sachen. Nächstes Video. Ja? Nächstes Video also Brush. Für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.